Wall of Fame Wand. Da hat jedes Kind aus unserer Klasse ein kleines Briefkästchen und da stand unsere Name da. Und wenn man zum Beispiel jetzt jemand ein Kompliment schreiben möchte, schreibt man auf den Zettel ein Kompliment und dann kann man das da hintun, das Briefkästchen, und dann kann der das, wo das gekriegt hat, auch lesen. Ich habe viele Komplimente gekriegt. Du bist ja beste Freundin, weil du lustig bist oder weil du einfach hilfsbereit bist. Und ich habe es nicht nur meiner besten Freunde und Freundinnen geschrieben, sondern mit denen, wo ich jetzt nicht jeden Tag spiele, nur dass sie halt merken, ja, ich bin halt auch für sie da. Ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel geschrieben habe, du bist lustig, du kannst wieder so machen, dann ist ja wieder so lustig gsi. Und bei mir, wenn sie geschrieben haben, du bist schnell im Rennen oder du bist ausdauernd und Geheimnis bewahren, habe ich gemerkt, ich kann Geheimnisse so wieder bewahren und ich kann mehr davor bewahren, sondern nur meine Geheimnisse. Ich habe gelernt, dass ich nicht nur von der schlechten Seite von mir lernen soll, sondern auch von der guten, was ich gut kann. Ich kann gut rennen, kann gut Witze erzählen, bin hilfsbereit und andere sagen, ich kann Geheimnisse bewahren. Ich mag noch über die Stärken ABC erzählen. Da hat jedes Kind aus unserer Klasse so einen Zettel gekriegt, wo für jeden Buchstabe ein Ziel war. Zum Beispiel ist dann ein Bild da mal gewesen. Dann haben wir bei jedem Kind eine Minute ein Ziel gehabt und in unserem Sachunterrichtsheft Stärken und so. Wir haben zum Beispiel bei A haben wir den Ausdauernd oder so hingeschrieben. Ja, bei manchen ist jetzt nicht immer gleich was eingefallen, aber wenn man dann über den nachdenkt hat, was kann er denn gut und wieso ist er so mein Freund oder so, dann ist ihm gleich was eingefallen. Mir hat es gefallen, über andere nachzudenken und es war auch für mich cool, wo ich meinen eigenen Zettel gesehen habe, wo ich gemerkt habe, was habe ich für Stärken, was sind andere Stärken in mir. Ich habe auch über andere Stärken im ABC erfahren, weil da hat halt jedes Kind manchmal zwei oder drei dazu geschrieben, BA ausdauernd oder andere Sachen, nicht nur es. Ich habe noch einen Tipp, wenn man zum Beispiel jetzt nicht so weiß, was man für Stärken hat, dann sollte man anderer fragen, was kann ich gut, was kann ich verstärken. Und wenn es dann derjenige sieht, du hast das als Stärke, dass man es dann halt so glauben sollte, nicht sagen, wenn man zum Beispiel sieht, du bist ausdauernd, nicht, dass man dem glaubt, nein, ich bin jetzt nicht ausdauernd, sondern dass man glaubt, ich bin ausdauernd.